von Splash Mage. Ja, das Game geht los und wir sehen auch schon so Bread-and-Butter-Kombos von Pit. Hat er schon drauf auf jeden Fall, also es sieht schon gar nicht schlecht aus. Ich glaube, das Set, das wir gesehen haben, hat er sich ein- oder zweimal SD'd. Das ist halt so das Problem gewesen. Und es ist, ich sag mal so, es ist schon schwer, sich mit Pit zu SD'en. Da musst du wirklich missklicken, weil ansonsten seine Recovery-Möglichkeiten sind praktisch endlos. Ja. Gerade mit den Flügeln halt, ne? Ja, ja, also mehrere Jumps, die Up-B geht super hoch, er hat noch die Side-B. Ja, das ist einiges. Und jetzt gerade, ja, schwierige Situation ist immer natürlich an der Edge gegen LDT. Dass der gar nicht zurückkommt. Ah, jetzt. Naja. Ja, und ich muss auch hier gleich meinen zweiten Hustenbonbon burn. Einfach weil mein Hals irgendwie so rau ist. Und wir sehen hier den ersten Kill hier gerade schon von Splash Mage. Oh. Also, selbst kaum Prozente drauf gehabt. Okay, also, das wird auch ein schweres Set für Mikago. Wir sehen hier, Splash Mage schafft es vor allem so mit dem Microspacing einfach an ihm vorbeizukommen. Einfach so ein bisschen weiter nach hinten zu gehen oder ein bisschen weiter nach vorne. Hin und wieder mal zu interrupten mit auch echt einfach starken Angriffen. Und die Kombos sind natürlich on point. Okay, also wir sehen hier schon, dass es ein roughes Set ist und es wurde auch nicht das erste Mal, dass die beiden spielen. Wir sehen hier gerade von Najimat, erzählt uns gerade, dass Splash Mage mal bei Mikago gehaust hat und ihn einfach 2 Stunden lang nur zerstört hat. Ja, das ist besonders rough halt. Also wenn du gegen jemanden noch nicht so oft gespielt hast, hast du halt immer diese Chance so, ihr kennt euch noch nicht so gut, ne? Aber wenn ihr 2 Stunden lang durchgegrindet habt, dann sind euch eure Options und so, wozu ihr tendiert, das ist euch dann natürlich bekannt, ne? Und dann wird es umso schwieriger, irgendwie mal einen Sieg zu holen. Aber wir können ja mal gucken. Also jetzt im Moment sieht es nach einem 3-Stock aus, auch ziemlich solide. Pit ist jetzt auch nicht so der stärkste Killer, aber hey, alles ist möglich. Vielleicht gibt es da dann doch irgendwie noch so eine Evolution. Auf jeden Fall schon mal aggressiv von Mikago Offstage. Ja, überlebt das sogar. Ich glaube, das ist auch die richtige Wahl. Also er muss da aggressiv gehen. Er muss da schon seine Chancen irgendwie nutzen. Der Arc. Keine Ahnung, wie der Schuss heißt von ihm. Weiß das jemand? Wie heißt der letzte Schuss hier von Splash Mage? Ich meine von Robin. Ja, immer diese kleinen Einzelheiten bei Smash. Ja. Wenn man da so das Spiel gar nicht mehr so aktiv spielt, dann ist das schwierig, das alles im Kopf zu behalten. Thunder? Ist das Thunder? Thunder ist doch einer von den ersten oder zweiten, oder? Thunder. Ja, ich glaube, ist einer der ersten. Ja, auf jeden Fall hier schon das zweite Game. Mikago gegen Splash Mage. Oh, schnell wieder umschalten. Genau. Wir wollen hier keine. Ja, Thunder, da haben wir es gesehen, der erste. Ja. Ja, keine Sekunde verpassen von diesem Set. Wird alles auf YouTube hochgeladen, NDZ Smash. Da könnt ihr euch die Sets gerne nochmal anschauen. Beziehungsweise die Spieler hier können sich die Sets gerne nochmal zum Analysieren geben. Ist auf jeden Fall eine gute, also ich sag mal, SDN war damals nicht so unbesiegt wie heute. Einfach weil er sich die Sets halt nicht gegeben hat nochmal. Aber inzwischen ist es so, dass er die wirklich durchgeht nochmal und analysiert. Und sowas gibt einem halt dann nochmal einen ganz anderen Blickwinkel drauf. Wenn du dann nicht in dieser Pressure-Situation bist wie normal. Oh, jetzt gerade eigentlich ziemlich nice von Mikago. Okay, das ist jetzt gerade. Oh, den hätte er bekommen müssen. Also, da hätte er wahrscheinlich onstage gehen müssen. Ein bisschen zurück und dann F-Smash oder sowas. Weil der Jump war weg. Ja, viele Optionen hatte Splash Mage dann nicht mehr.
Ja, das war... Den hätte er bekommen... ja, vielleicht bekommt er ja jetzt nochmal eine Chance. Aber das wäre eine Lead, die er auf jeden Fall braucht auch, denke ich, in diesem Set. Die könnte er gut gebrauchen. Und bevor irgendwie einer von den Arc Fires oder was auch immer trifft. Oh. Ja, die Nair ist halt nice, dass sie disjointed und lingering ist. Also mehrere Hits hat. Damit kann man dann durchaus schon die ein oder andere catchen. Und ich verstehe eigentlich gar nicht, warum er nicht Downbeat macht in der Situation. Also eigentlich könnte er die reflektieren, glaube ich, die Schüsse. Oh. Schafft das hier vielleicht die Abwehr? Und ja, okay. Es bleibt also spannend. Es bleibt hier even. Eigentlich kann man die halt reflektieren. Es wird sich, glaube ich, auch lohnen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel mehr das macht, aber es ist natürlich dann auch Combo-Potenzial. Okay, hier Combo-Starter. Und ja, immer diese... Es fehlen immer nur so kleine Ecken. Also, hat ihn auch eben gerade praktisch nach dem Jump fast erwischt, nochmal mit der Nair. Und, ja, ist dann das Microspacing einfach. Okay, also es bleibt even. Dieses Game sieht auf jeden Fall deutlich besser aus schon für Mikago als das letzte. Ich weiß gar nicht mehr, war das ein 3-Stock am Ende? Ja. Ich glaube schon. Ja. Oh, oh. Oh. Okay, also das hätte er wahrscheinlich besser punishen können, aber... Ja, immer noch even. Ja, genau, reflektieren. Das meintest du vorhin. Ja. Ja. Okay. Also bei der Attacke ist es halt useless relativ. Mhm. Einfach weil sie diesen Angle fliegt und dann fliegt er halt einfach drüber. Aber bei dem Schuss an sich... Oh, sogar ohne... ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Dieses Levin Sword oder was auch immer. Killt hier diese Fair. Und damit... bekommt Splash Mage hier eine Lead, die sich immer weiter ausweitet hier gerade mit dem Juggeln. Und ja, Mikago macht das schon richtig, also bleibt da patient. Er ist halt blöd, wenn er die Schuss-Battles halt verliert im Endeffekt, aber ich glaube, es ist besser, als einfach nur reinzurennen, weil Splash Mage schon ziemlich gut da drin ist, einfach ja, sowas hier, so Approaches zu punishen. Mit unfassbar starken Attacken, die Robin nun mal hat. So, letzte Chance jetzt gerade für Mikago. 114 ist jetzt noch nicht so viel. Also er müsste schon mit dem Smash treffen oder ihn irgendwie Offstage bekommen, um da den Kill zu bekommen. Ich glaube, das wäre auch die Option, die ich wählen würde. Einfach Offstage kriegen. Was natürlich auch nicht leicht ist. Ja, ja. Gerade wenn da so eine Abwehr kommt. Und einfach den Kill holt. 2-0.